Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 572 und diese Folge ist wirklich was Besonderes, weil es ist noch ein kleines Jubiläum. Es ist die 100. Folge, ihr seht das hier immer schon an der zweiten Nummerierung, die 100. Folge, die auch für, also ich habe zwischendurch auch schon Mods vorgestellt dafür, aber für Konsolenspiele auf der Xbox One und PlayStation 4 habe ich ja irgendwann angefangen, Folgen zu machen, wo auch nur Folgen drin sind, die dann halt für alle gedacht sind, also auch für Konsolenspiele. Und davon ist das jetzt heute Folge Nummer 100. Es gab davor dementsprechend auch schon zwischendurch Mods natürlich, die auch auf der es auch für die Konsole gab, aber wie gesagt, jetzt die 100. Folge und die 100. Folge beschäftigt sich mit platzierbaren Sachen. So sieht das Ganze nämlich aus. Und wir fangen an und ihr seht hier die Bauteile eines Holzfällerlagers. So soll es darstellen und so soll es aussehen. Wir haben hier ein Schrankensystem, wie ihr seht. So ist es auf. So geht es wieder zu. Dass das Ding nicht auf dem Boden hängt oder hier die Halterung oder hier die Aufhängung dementsprechend. Das hier sich verbiegt, hat man hier dementsprechend extra einen zweiten Pfosten hingesetzt, wo man es drauflegt dann. Also, schön mit gelb-schwarzen Absperrband, dass man es aussieht. Das ist unser Eingang ins Holzfällerlager, wenn ihr es so machen wollt. Natürlich, ne? Klar. So, was gehört da noch zu? Es gehören noch zwei Gebäude dazu, drei Gebäude dazu und dieses hier. Die stehen natürlich ein bisschen dicht beieinander, aber das hier sind halt Lagermöglichkeiten für Holz. Die sind so einzeln zu kriegen und man kann die dann einzeln positionieren. Ob ihr jetzt drei, vier nebeneinander macht, einen ganzen Block oder zwei ganz außen, das ist euch selbst überlassen, wie ihr es machen wollt. Also da könnt ihr selber überlegen, was ihr wie, wo, wann hin macht und da könnt ihr dann dementsprechend euer Holz lagern. So, womit mache ich dann als nächstes weiter? Ich glaube, wir fangen mal mit dem hier an und da ist auch nicht viel dran zu machen, außer hier hinzugehen. Den kann ich Licht anmachen und dann ist hier oben Licht an, weil das ist einfach nur eine kleine Hütte, Kabine sozusagen, wo ihr dann reingehen könnt. Ich kann hier Licht an- und ausmachen, habe jetzt aber hier keine Türöffnungsmöglichkeiten. Es geht nicht rein, es ist einfach nur ein Container hinzustellen, wo halt man von ausgehen kann, dass da Pausen und sowas gemacht werden können. Und es ist natürlich auch zusätzlich eine Beleuchtung für den Platz, wie ihr hier seht. Also der Leuchtumkreis ist so gering nicht. Ja, guckt euch jetzt an, ich mache es mal wieder aus, dann seht ihr selber eine ganze Ecke dunkler. Gut, das ist Nummer 2. Nummer 3 ist dieses gute Stück hier. Hier können wir bereichsmäßig über zwei Schaltkreise dementsprechend Licht anmachen. Und hier können wir schön, sorry fürs Husten, Fahrzeuge unterstellen. Wir haben hier schön einmal die Pfeilergeschichten mit Regengossengeschichten dran. Texturenmäßig, ja, also Träumen kommen von was anderem, aber sie funktionieren halt. Das Schöne ist, hier sind Lichtschalter sowohl links und rechts für den gleichen Lichtkreis. Das heißt, ihr habt da gesehen, ich habe auf der Seite angemacht. Ich kann das hier wieder ausmachen. Hat man schön die Strahler dementsprechend drunter. Wenn man sich das von außen anguckt, sind hier auch Holztexturen. Das sind jetzt nicht die super feinsten, das gestehe ich zu. Der Beton, der ist noch ganz okay. Holz ist schon ein bisschen grob, aber wie gesagt, wenn man möchte, warum nicht? Und als zweites haben wir da auch noch ein Gebäude dabei. Das sehen wir hier. Da haben wir an der Seite eine schöne Unterstellmöglichkeit. So. Und von der Seite, hier haben wir auch dementsprechend das Licht dann dafür. Und hier haben wir einmal Licht für innen. Das hier ist dann sozusagen dann, das sieht ja selber, ist ja nur auf zwei Seiten zu. Hier ist es nur auf einer Seite zu, weil es mehr eine Unterstellung ist. Und hier habt ihr halt fast eine kleine Halle, bloß vorne ohne Tore. Bisschen anders gebaut. Die Texturengeschichten und sowas sind aber hier ähnlich. Das seht ihr auch schon. Ähnlich aufgebaut. Ich mache erstmal Licht wieder aus. Das sieht man vielleicht ein bisschen besser, einen anderen Eindruck kriegt hier. So sieht das Ganze dann aus. Ja, wie die Texturen oder sowas von oben aussehen, das können wir uns auch noch mal kurz angucken. Dachmäßig und so. Hier seht ihr auch schon die nächste Mod. Da kommen wir mit gleich zu. Ich werde aber erstmal kurz hier ein paar Meterchen hier hinfahren. Dann seht ihr nämlich auch das durchaus gelungene, schöne Dach. Also Dach und Dachtexturen wiederum finde ich gut. Beton und sowas ging auch, Holz, ja, Geschmacksfrage. Aber wie gesagt, Dach und sowas ist schon wieder okay, finde ich auch gut. Die Regengossen sehen ja aus, als wenn es Halbkreise von oben geschlossen sind. Also da fehlt die Wölbung auch drin, aber das sieht man im Normalfall von unten ja nicht. Also das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau sozusagen. Gut, ja, dann drehe ich nochmal einen kleinen Kreis hier, parke ihn hier wieder und da seht ihr auch schon die nächsten Mods. So einfach ist das Ganze. Ihn mache ich aus und wir gehen einmal in den Shop und dann zeige ich euch vorher den ganzen Spaß.
Also, wir haben unter Dekoration hier die Schranke drinne. Ist auch eine Dekoration, hat so eigentlich keinen Wert, ne? Aber kostet auch nur 100 und danach einen am Tag. Der Rest, der da kommt, ist gleich die nächste Mod. Das ist hier in dem Bereich schon alles. Wir haben hier einen Farmhaus-Container, da hatte ich jetzt gar nicht geguckt. Ich habe da, glaube ich, habe ich da eine Schlafenfunktion gesehen? Oder warum steht das unter Farmhäusern? Will ich jetzt nicht unterschlagen, deswegen gucken wir einfach sicherheitshalber nochmal. Ja. Liegt da? Doch, da, schlafen. Ne, habe ich unterschlagen. Also, hat eine Schlafenfunktion. Das ist auch schon mal was. Dann ist der Preis mit 10.000 auch ganz okay. Ne? Wenn man einfach mal schlafen will eine Runde, ist es machbar. Und die anderen beiden Sachen haben wir hier. Da seht ihr es. Ne? Einmal 20.000 für die beidseitig offene und einmal für die dreiseitig geschlossene und Unterstellung. Ne? Habt ihr dementsprechend einmal 30.000. Das hier soll als Holzhackschnitzellager dienen. Warum auch immer, weil das ja nur ein loses Reinschütten, ne? Wenn man es nicht mit einem Lagersystem machen will, weil eine Lagerung an sich ist hier nicht gedacht, also ist hier nicht vorgesehen, sonst würde es ja unter Silos stehen im Normalfall. Ne? So, gut, ja, dann machen wir weiter und wir kommen dazu, eure Möglichkeiten zu beleuchten. Und zwar im kleinen Rahmen, weil hier seht ihr selber, wir haben lauter Kleinstlampen, hier so die typischen Lampen am Wegesrand, sag ich mal so. In modernster, weniger moderner oder ganz moderner oder überhaupt gar nicht moderner Variante. Dementsprechend, wie ihr es denn gerne haben wollt. Ich glaube, ne, ich glaube, es sind hier keine direkten Schalter drin. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal eine Runde vorspulen, hier mal Nacht machen und dann wollen wir mal gucken. Da seht ihr es. Ne? Also, wir haben hier normales, weißes Licht, Wegbeleuchtung. Kleines Lämpchen, Spots, auch Mini-Lämpchen, wie ihr hier seht, ne? Die hat man sonst fast gar nicht gesehen. Lampe mit einer rötlichen Tönung, mit einer grünlichen Tönung, ne? Also wie man es denn so gerne hätte. Hier seht ihr die bunte Vielfalt und hier könnt ihr halt dann sagen, ja, okay, das gefällt mir das nicht. Und da habt ihr eure Lampen. Das ist der ganze Trick. Ich werde jetzt hier mal eine Runde vorspulen. So, hier seht ihr noch, manche sehen auch so ein bisschen abgenutzt aus, manche sehen neuer aus, aber sonst insgesamt eigentlich sehr gelungen. Dann gucken wir unter Dekoration und da seht ihr die Lampen auch. Ne? Die so 20, 50, 100, 180, 250, 300 und 500 und bis hin zu 1000 für die größte. Ist ja auch logisch, je größer Lampen werden, desto teurer ist der ganze Spaß auch. Ne? Aber hier habt ihr dann schon mal eine schöne Übersicht dabei. So. Und ja, von bis, ne? Einfachste Kleinstlampe fängt schon bei 20 an. So. Ja, damit haben wir das auch schon und marschieren nochmal einen weiter und kommen zu diesem Gebäude hier. Das zeige ich euch diesmal zuerst im Shop. Das ist, glaube ich, unter Tierhaltung zu finden, wenn ich mich nicht täusche. Und da seht ihr es, Gebäude mit Kühen. Also, das ist ein Gebäude, was Platz hat für 12 Kühe. Kostet 35.000 und dann 100 am Tag. Das ist natürlich das ganz Normale, was die Kühe für Futtergeschichten brauchen. So, ja, wir gucken einfach mal, ob wir reingucken können überall. Habe ich zu viel, zu wenig gedrückt? Wahrscheinlich eher, na, nicht lang genug gewartet, okay. Hier seht ihr selber schön den Scheunenbereich. Gar nicht mal so klein. Dreimal zum Durchfahren, wenn ihr so wollt. Ne? Ich sollte mal gucken, ob hier Türen zum Aufmachen sind oder nicht. Aber die Tür scheint nicht zum Aufmachen zu sein. Gucken, ob die Tür zum Aufmachen ist. Ja, die Tür ist zum Aufmachen. Hier kommen wir nochmal in so einen kleinen Abstellraum, okay. Sollen die Kühe hier drin sein? Weil das sieht aus, als wenn es einen Trog darstellen sollte. Also die Kühe sind anscheinend entweder da oder hier im Nebenteil. Also das hier sieht ja eigentlich eher aus wie, eine Garage. Da geht die Tür auf und hier kommen die Kühe rein. Ja, das sieht auch aus wie passende Boxen für Kühe. Das ist okay, mit, mit dem Tränkeanschluss und sowas, alles okay. So sieht das dementsprechend dann aus und hier sind dann die Kühe drin. Ne? Hier kann man Wasser an- und ausmachen, dass sie trinken, bewässert sind, dass die Kühe loslegen können. Wir haben die Milchkannen hier vor. Hier haben wir auch dementsprechend die passenden Trigger, damit das Ganze auch läuft. Ihr seht hier außen auch nochmal schön Deko, Gießkanne. Ne? Hier ist auch ein Außenbereich, wo die dementsprechend sich dann aufhalten können. Es sind halt ja in Anführungsstrichen nur 12 Kühe. Ne? Und hier ist nochmal zu Fuß sozusagen hier wahrscheinlich dann der Bereich für Mist. Ne? Und hier ist der Bereich für Gülle noch. Und von der Seite sieht man halt die Türen von der Durchlaufaktion. Ich mache sie einfach nochmal auf. Also hier könnt ihr schön was durchfahren, auch drunter stellen, texturenmäßig. Ja, ich sag mal, wenn man ein Stückchen weg ist, ist es also okay. Ganz dicht rangehen sollte man nicht. Aber auch so die Balkenform hier, dieses runtergezogene und sowas.
ne, und die ganzen, ne, die ganzen Giebelgeschichtenparty aufgebaut ist. Das sieht schon sehr gut aus. Auch die Türen hier von innen, da ist wieder die Textur noch ein Stückchen besser sogar. Von außen auch eigentlich, ne. Also, wie gesagt, das ist halt eine schöne Scheune, wo man ein paar kleine Geräte unterbringen kann. Das heißt klein, also da passt auch schon ein bisschen was Größeres rein. Man kann schön reinfahren, hier Geräte hinstellen. Kann sogar Traktoren, Mithänger oder sowas drin stehen lassen im kleineren Rahmen. Das ist also kein Ding und hat halt noch Platz für 12 Kühe. Finde ich also auch sehr gelungen, muss ich sagen. Schönes Ding und preisig auch ganz interessant. So, ich würde sagen, ich laufe eine Runde weiter, weil wir kommen zu dieser Maschinenhalle. Hier als erstes Texturen, Holz ist eigentlich ganz okay, Beton auch, kann man also nicht beschweren. Dann laufen wir eine Runde nach zur Seite, da sehen wir, irgendwann geht das hier im Beton über. Und dann sehen wir, dass hier über Eck die Einfahrt ist. Genau, das ist noch was anderes, ne? Also nicht die typischen Tore, sondern hier sind wir tatsächlich offen. Und hier könnt ihr also dementsprechend ordentlich was dann unterbringen, kann man nicht anders sagen, glaube ich. Ich finde auch schön, dass man hier noch die Winkel dementsprechend sieht, womit das Ganze gehalten wird. Ne? Also das ist also vom Aufbau her auch sehr schön gemacht, finde ich. Und ja, sieht auch sehr, sehr gut aus. Ne? Mit eigener Bodenplatte, wie man sieht. Ne? Da seht ihr es wieder, eigene Bodenplatte gesetzt, hat das Ganze ein bisschen angehoben, um sich hier anzupassen. Finde ich schön. Finde ich die Betonecke hier so super gelungen. Ich weiß nicht, ob das stabilitätsmäßig so sein musste hier. Sonst hätte ich natürlich schöner gefunden, wenn die Holzelemente bis hierhin weitergegangen wären und hier vielleicht ein dickerer Pfeiler gewesen wäre. Aber das ist eher Geschmacksfrage. Dafür kommt mir der eher ein bisschen dünn vor. Aber es ist eine ganz andere Geschichte. Wird schon passen. Also, wie gesagt, sehr schöne Unterstellmöglichkeit. Auch die zeige ich euch im Shop. Finden wir unter Hallen. Da seht ihr schon, Maschinenhalle Holz. 20 Euro am Tag, 30.000 kaufen. Ist auch okay, weil es hat auch eine ordentliche Größe. Und wie gesagt, man kann schön reinfahren, überwinkeln, je nachdem, von welcher Seite man gerade kommt. Ohne dass man Tore aufmachen muss, ist halt eine Unterstellmöglichkeit sozusagen. Eine richtige Halle ist für mich meistens eher zum Schließen, muss ich zugestehen. Ja, aber auch das sehr schönes Ding. So, und damit kommen wir dann zur letzten Mod für heute. Und das ist nämlich dieser Unterstand hier. Hier sieht man schon eine sehr schöne Regengosse dementsprechend. Hier die Holztexturen exquisit, also man kann hier bis ans Dichteste rangehen und hat hier keine großen Verpixelungen. Sieht sogar noch die Nägel, die da reingenagelt worden sind. Ne, aus der Entfernung sieht es perfekt aus, aber selbst aus der Entfernung sieht es noch sehr gut aus. Man hat hier eine etwas andere gepflasterte Bodenplatte drin, wie ihr seht. Ne, auch mal ein schönes Muster, mal was anderes. Ne, nicht so standardmäßig, wir haben sozusagen zwei Hälften. Schön pfeilermäßig aufgebaut, Pfosten stehen vernünftig. Da gehen jetzt nicht super hohe Geräte rein, also ein Drescher parkt hier nicht und einen zu großen Traktor wahrscheinlich auch nicht. Aber ich sag mal, so im mittleren Bereich kriegt man auch hier schön was unter. Und wie gesagt, auch sehr, sehr schöne Texturen, wenn man sonst das Ganze so anguckt. Ich werde jetzt noch einmal hier den Traktor herholen, dass wir noch einmal von oben drauf gucken können, was für Dachelemente da verbaut worden sind. Aber das kriegen wir hin. So, ich gehe nochmal rein und dann seht ihr es selber, wir gucken jetzt hier nochmal aufs Dach vom Stall. Auch hier schön oben mit Witterung und alt geworden und sowas. Hier haben wir dann die große Halle, die ist richtig schön in Rot, das Dach. Ja, hier muss ich ein bisschen Bergsteiger spielen mit meinem Traktor, seht ihr selber. Und hier haben wir noch schöne Schindelgeschichte. Ne, auch hier ist die Regengosse von oben zu, aber da kann man mit leben. So, aber jetzt, ihr seht selber, das ist jetzt ein 660. Ja, da wird das schon knappig, ne? Jetzt bin ich drunter gehauen. Also, ja, ne, also 660 ist es schon ein bisschen zu klein für. Also ist dann echt schon für so die 460er-Reihe, die 4er-Reihe von Klaas oder anderen kleineren Geräten. Dafür ist es dann dementsprechend geeignet. So, ja, im Prinzip würde ich sagen, haben wir jetzt alles gesehen. Ich mache hier den Traktor nochmal aus, hüpfe nochmal eine Runde aus hier. Ich werde hier nochmal ein paar Türen schließen. Seht ihr auch, ich habe die gar nicht gesehen, ob die Mechanik gesehen habe beim Schließen. Die gehen einfach nur zu. Kein Öffnungs- oder Schließungsmechanismus drin. Muss aber ja auch nicht, ne? Funktioniert. Das ist alles, was zählt. So, ja, und mit dem Blick auf dieses schöne Gebäude hier, würde ich sagen, machen wir doch mal Schluss für heute. Genau, wir sind nämlich schon wieder am Ende. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und fürs lange dabei sein. Und bis morgen.